Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Es ist Weihnachten, es ist Ostern, es ist Geburtstag, es ist meine jährliche Lieferung an Lady Night Pants. Und das ist, finde ich, etwas ganz, ganz besonders Schönes. Wobei ich bei diesem Cartoon am allermeisten bewundernswert finde, dass ich hier quasi sogar eine Art Bedienungsanleitung vorfinde. Denn wenn ich sehe, was macht man mit diesen Lady Night Pants, auf jeden Fall weiß ich, was ich damit nicht mache, nämlich ich esse die nicht. Okay, machen wir Dinge, die vielleicht weniger dumm sind, machen wir dieses Paket auf, denn der liebe André hat mir zum wiederholten Male, nachdem ich ja dieses Jahr bereits kleine Quickie-Überraschungen bekommen habe, immer noch eine meiner liebsten Wortkreationen, die auch gar nicht gruselig sein kann, zuletzt eben mit dem großartigen Film Holy Spider, den wir uns im November dann in Andres Wunsch-Quickie auch schon näher angeschaut haben, aber hier ist auf jeden Fall einmal zum einen das Wunsch-Quickie für den Dezember drinnen. Und da habe ich persönlich wirklich ganz viel Angst, weil ich weiß, dass André immer wieder gerne weihnachtliche Wunsch-Quickies im Dezember postet. Und nachdem ich ja da bereits mit Während du schliefst gepeinigt bin, weiß ich nicht, was hier noch auf mich zukommt. Deswegen würde ich sagen, es gibt nur eine Möglichkeit, um das Ganze wirklich herauszufinden, nämlich das Paketchen zu öffnen. Es ist ja wieder mal ein Riesentrum, muss man sagen, mit über 5 Kilo Füllung. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich habe nicht ansatzweise eine Idee, was hier drinnen sein könnte. Ich kann mir... Ich will nicht einmal raten, was ein Weihnachtswunsch-Quickie sein kann, weil ich Weihnachten einfach generell furchtbar finde. Das ist quasi jede Möglichkeit ist absolut grauenvoll. Aber wir haben, und das ist interessant, also wenn diese Zeitung schon so hier drinnen liegt, dann würde ich fast einmal vermuten, dass auch diese Beigabe irgendeinen Sinn und einen Hintergedanken hat. Deswegen schauen wir mal, was uns hier erwartet. Tatsächlich lese ich hier ganz am Anfang als Überschrift Brühl. Jetzt stelle ich mir die Frage, ob vielleicht ein Thema in diesem Mystery-Paket wieder Filme mit Daniel Brühl sind. Außerdem geht's immer Richtung Norden, was vielleicht ein Hinweis darauf sein kann, dass uns der ein oder andere nordische Krimi erwartet. Wenn alle helfen, wird's lecker. Wie heißt nicht, zu viele Köche verderben den Brei oder sonst irgendwas? Hier, dem wohnt ein Zauber inne. Vielleicht ist auch irgendeine Harry Potter DVD mit dabei. Ja, Schimper ist ein Superheld. Wer ist Schimper? Das klingt, ehrlich gesagt, Schimper klingt so nach einem pilzartigen Held. Und er verbreitet seine Sporen in der ganzen Welt. Sehen Sie jetzt! Schimpel! Es ist irgendwie das weiße Pferd, das am Ende von Halloween 2 niemand sehen wollte. Aber wir haben es natürlich auch mit Liebe, Freude und Herausforderungen. Das ist wahrscheinlich die Zeitungsversion von Friede, Freude, Eierkuchen mit dabei. Und wir begeben uns hierzu nach Schwetzingen. Also ganz ehrlich, für mich als bekennender Schwätzer ist doch Schwetzingen die neue Wahlheimat. Aber ja, damit bin ich einmal gespannt, ob dieses Foreshadowing mit der Zeitung auch ansatzweise etwas mit dem zu tun hat, was uns jetzt dann wirklich in dem Paket erwartet. Ich würde sagen, ich schaue gleich einmal durch. Die Sache ist, ich muss immer wieder herausfinden, ob es etwas, das ist nur Füll- und Sicherungsmaterial. Oh, ich sehe auch Leckereien zum Essen. Das ist natürlich auch was Feines. Hoffe, dass da nicht der Schimper dann... Okay, Time out. Ich
Manchmal muss ich mir wirklich denken, es gibt gute Momente, um seine Fresse zu halten. Vielleicht hätte ich mich über die Ladypad-Cartoons in der Vergangenheit nicht dermaßen lustig machen sollen, weil, ich meine, irgendwie ist es klar, oder, dass es irgendwann einmal zu dem Moment kommt, aber keine Sorge, ich verspreche zumindest eines, ich esse die nicht, aber... Jetzt hab ich wirklich Angst, was in dem Rest von dem Karton drinnen ist. Oh, da kann ich tatsächlich etwas lernen, nämlich wirklich von Original Mark Okrand geschrieben, das Star Trek Wörterbuch zwischen Deutsch und Klingonisch. Da muss ich dazu sagen, der liebe André war mir auch eine absolut große Hilfe, als ich vorbereitet habe meine Blu-ray-Checks zu den beiden Star Trek 4K-Boxen und hat mir immer wieder hin und einige Hinweise gegeben, was wichtig ist als Querverbindung, auch ein paar Trivia-Fakten und so weiter, die ich natürlich sehr gerne in die Reviews eingebaut habe, weil da ist es natürlich schon ein Unterschied, ob man so wie ich sich die Filme jetzt im Alter von, keine Ahnung, 35 das erste Mal anschaut, dazu ein bisschen Recherche betreibt oder ob man halt wirklich bereits seit Jahrzehnten eine quasi Wahlheimat im Star Trek-Universum hat. Und da war ich sehr, sehr dankbar für die Hilfe. Aber das war eine der spannendsten Sachen, dass ich nämlich wirklich festgestellt habe, dass diese klingonische Sprache nicht nur einfach fake ist und irgendetwas, sondern dass es die wirklich gibt mit echten Wörtern und einer echten Grammatik. Dass da zum Beispiel Wörter sind wie dis, was Höhle bedeutet, oder dech heißt umgeben, nicht übergeben. Ja heißt sagen und Yahuk heißt diskutieren oder auch Konferenz abhalten. Ich glaube, derjenige, der das geschrieben hat, der weiß auf jeden Fall ganz deutlich, wie Konferenzen ablaufen. Oder Mismoch verwirren. Ja, das ist ein Wort, das wirklich sehr verwirrend ist. Oder Tukramoch heißt ausziehen. Das ist doch toll. Ist das nicht schön, so die, ich stelle mir gerade warum stelle ich mir gerade klingonische Pornos vor, wenn so die Lady und der Typ kommen auf das Hotelzimmer und dann sagt er, und dann gibt's ihm wahrscheinlich einen Hustenzucker. Das ist, Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Finde ich aber sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Dann schauen wir, was wir hier noch haben. Ich habe wieder ein Notizbuch dieses Mal. Und ich muss ehrlich gesagt gestehen, meine Gesichtserkennung ist total schlecht. Vielleicht, nachdem André auch im Chat hier mit dabei ist. Oder vielleicht jemand anderer. Ich erkenne sie nicht. Muss ich in dem Fall wirklich, wirklich zu meiner Schande gestehen. Sie ist hier auch auf seinem Custom-Notizbuch. Da habe ich ja vom lieben André schon das ein oder andere einmal bekommen. Meistens dann passend zu anderen Dingen aus dem Paket. Da war dann zum Beispiel Aquafina einmal drauf oder sonst was. Vielleicht erkenne ich sie, sobald ich andere Teile von dem Paket ausgepackt habe. Aber dazu... habe ich... Ah ja, ich sehe hier schon Filme. Das Problem ist... ich sehe hier auch kleine Zuckis. Ah, Aquafina ist es auch dieses Mal. Okay, gut. Hätte ich wirklich niemals erkannt. Aber ja. So, jetzt muss ich schon, da sind auf der Seite... sind ein paar Dinge, aber jetzt kommen wir zu den Filmen. Unten sehe ich sogar noch, dass ich wahrscheinlich noch ein Büchlein versteckt, aber jetzt gehen wir mal durch, was an Filmen hier in dem Paket ist und jetzt schauen wir mal, ob man vielleicht beim Anschauen auch die ein oder andere Windel braucht, weil man sich dabei womöglich in die Hose macht. Und Eric Danielski schreibt im Kommentar, besser Aquafina als Aquaplaning. Dankeschön, vielen Dank für den Witz. Besser oder schlechter, je nachdem wie man es meinen will, hätte ich es auch nicht sagen können. Dann
Sehr interessant ist hier eine dreiteilige 9-Movie-Western-Collection, also in dem Fall quasi eine 36-Movie-Western-Collection, was ich in dem Fall ganz besonders arg finde, weil zwei von diesen Volumes sind von Universal und eine ist von Paramount. Es ist aber ganz offensichtlich die gleiche Reihe. Also das hätte ich noch nie erlebt, dass Paramount eine Western-Reihe startet und Universal dann diese Reihe fortsetzt. Wobei tatsächlich bereits hier UPHE, also Universal Pictures Home Entertainment, auch auf dem Backcover von der Paramount Collection genannt wird. Hat Paramount jetzt auch tatsächlich die... Hast du den Vertrieb für Paramount übernommen? Ich glaube, die haben nur Warner. Was ich nämlich in dem Fall ganz besonders arg finde, ist die Tatsache, dass Universal und Paramount sich nämlich dadurch unterscheiden, dass der Titel auf dem Spine in der anderen Richtung steht. Das heißt, ich meine, ganz ehrlich, unpassender im Regal nebeneinander geht ja schon kaum. Aber das ist, finde ich, trotzdem ein absolutes wildes Kuriosum. Ich meine, wundervoll, dass es da die... und dass es da die Western Collections eben von Paramount und Universal sind und nicht diese neuen Western Collections von Great Movies oder so, wo dann wahrscheinlich noch alle neuen Filme auf einer BD25 verenden mussten. Hier haben wir es ja tatsächlich mit guten und bekannten Filmen zu tun. Ich muss halt dazu sagen, dass mein... meine vor allem US-Western-Geschichte recht knapp bemessen ist. Natürlich erkenne ich Dinge wie True Grit oder Der Mann, der Liberty Valance erschoss. Und das war's auch eigentlich schon. Ritt in den Tod sagt mir auch noch was. Aber... das sind halt die klassischen Western eben aller John Wayne und aller der bekannten Leute. Das Ganze offensichtlich hier vereint jeweils auf drei Discs, wobei es interessanterweise hier ein anderes Backcover gibt. Das schauen wir uns dann nachher noch einmal an, wenn man das Wendecover aktiviert, weil dabei... da hat man das Ganze eigentlich relativ cool umgedacht und umgemünzt. Aber die Sache mit dem Spine ist natürlich relativ wild. Aber es ist deswegen vor allem so wild. Auf der einen Seite kann ich doch niemandem einen Vorwurf machen, wenn es mehr oder weniger zwei verschiedene Labels sind, die diese Collections bringen. Auf der anderen Seite, wenn man sich schon die Mühe macht und hier labelübergreifend arbeitet, dann könnte man vielleicht auch wirklich die einheitlichen Spines machen. Also das ist... es ist eine schwierige Geschichte. Hoppala, da hat sich eine Halterung vertschüsst, so dass hier die Discs nicht mehr ganz sitzen. Ist halt immer wieder blöd, wenn Dinge durch die Hände der Post gehen, dann weiß man mehr oder weniger nie, in welchem Zustand sie wirklich ankommen. Gut, man kann es meistens erraten, in keinem guten. Aber... auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte, um für mich die ein oder andere Western-Bildungslücke zu schließen. Vielleicht hat ja tatsächlich der liebe André auch einen von diesen Western schon auserkoren als eines der nächsten Wunsch-Quickies für das Jahr 2024, damit ich quasi hier bei einem ganz speziell ausgesuchten, kuratierten Titel auch wirklich... gezwungenermaßen zum Schließen der Bildungslücke komme. Dann, und das finde ich übrigens auch interessant, dass hier, also bei zwei Titeln, ich kann auch in dem Fall nur annehmen, dass das Ganze absichtlich, bei zwei Titeln sehe ich die Spines, die hole ich jetzt auch gleich einmal heraus, alle anderen, kann ich nicht erraten. Da ist natürlich gemein, weil der Schuber von Kino Lorbeer den Filmtitel auf beiden Seiten hat. Aber das ist ein Film, auf den ich extrem gespannt bin. Jerrica Farrow und Sid Haig mit Gloria Hendry hier in dem Film Savage Sisters. Auch das ein Film, von dem ich tatsächlich noch nie etwas gehört habe. Gedreht von Eddie Romero im Jahr 1974. Dürfte das ein Blaxploitation-Klassiker sein. Weil wie gesagt, mit
Slaughter 1972 hat ja eigentlich diese Blaxploitation-Welle erst begonnen und dann hat sie aber 2 Jahre später schon wirklich die volle Fahrt aufgenommen und hat hier einige Nachahmer mit sich gebracht und natürlich auch absolute Legenden bis hin zu Richard Roundtree und Pam Grier. Aber ich muss echt sagen, dass ich von Savage Sisters noch nichts gehört habe. Da freue ich mich jetzt schon drauf, dann auch in der OFDB nachschauen zu können, was es mit diesem Film auf sich hat, weil das ist ja eben immer wieder die Frage, ob es diese Filme zum Beispiel überhaupt in deutschen Gefilden gegeben hat. Ich werde auch da sogar auf das Wendecover gehen, damit ich die zweite Cover-Alternative nachher quasi habe, auch wenn das kein gezeichnetes Cover mehr ist, aber auch das eigentlich relativ schick für die damalige Zeit. Da bin ich wirklich, wirklich gespannt, was es damit auf sich hat. Und da bin ich jetzt ebenfalls gespannt. Das ist eine Blu-ray von Tokyo Shock und wieso hätte ich darauf wetten können, dass das irgendwann einmal in meiner Sammlung landet, die Last of the Dead Trilogie, aber tatsächlich vom Regisseur von Vampire Girl vs. Frankenstein Girl von Naoyuki Tomomatsu mit Asami auch in der Hauptrolle, das ist Last of the Dead und jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob das... Sind das dieselben Filme wie, ich weiß gar nicht, wie er geheißen hat, Rape Zombie oder sonst irgendwas, die wir da bei Depp und Deppert nämlich eben auch in der Zombie-Geschichte hatten. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da einige von diesen Last of the Dead Filmen hatten. Dass es auch, glaube ich, sogar noch mehr als 3 Stück davon gibt. Aber... Das ist nämlich wirklich witzig, weil jedes Mal eigentlich, wenn ich auf YouTube irgend sowas sage wie Bisteppert, was zum Teufel ist das? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Höre ich in meinem geistigen Auge, in meinem geistigen Ohr mehr oder weniger schon, wo irgendwo ein Notizblock kritzelt und sich einer meiner lieben Zuschauer aufschreibt, das muss irgendwann einmal in ein Mystery-Paket. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Sollte es nämlich hier auch wie bei den anderen Titeln aus eben dieser Neo-Noir oder J-Splatter-Welle ein bisschen Gore-Effekte und sonstige Dinge geben, dann ist das natürlich ganz, ganz genau nach meinem Geschmack. Wundervoll! Dann kommen wir jetzt weiter zu den Dingen, deren Inhalt ich nicht einmal ansatzweise erraten kann, weil sie mir mit der falschen Seite des Beins gegenüberstehen, was natürlich absolut perfekt ist fürs Mystery-Unboxing. Aber ich habe hier ein Mediabook und jetzt erkenne ich es wieder. Ich hatte im letzten Mystery-Paket eine Standard-Blu-ray von dem Film McKenna's Gold und jetzt hier vom lieben André das Upgrade auf ein Mediabook von dem Titel. Das ist ja eben einer von den alten Columbia TriStar-Titeln als Hanse-Sound-Blu-ray, weil ja offensichtlich Columbia damals eher auf ihre eigenen Titel geschissen hat und deswegen anderen Labels, aber zumindest dankenswerterweise das Ruder überlassen hat, nicht so wie Warner, die sich da, glaube ich, jahrzehntelang belagern haben lassen müssen, bis sie dann endlich einmal bei Playon eingeknickt sind und den Zugang zu ihrem Archiv geöffnet haben, zum quasi Lizenz-Fort Knox. Aber da war ich auf jeden Fall schon gespannt, auch da klassischer Western von Carl Foreman mit Gregory Peck und Omar Sharif und Telly Savalas nämlich. Bin ich sehr gespannt, habe ich allerdings noch nicht gesehen den Film, aber jetzt natürlich mit dem schönen Upgrade auf das Mediabook definitiv eine coole Sache. Dann kommen wir zu einem Muss für Italien-Liebhaber. Ein italienischer Film aus dem Jahr 2006 von Nanni Moretti namens Der Italiener. Gut, hätte man mehr oder weniger auch drauf kommen können, aber das ist eine Liebesgeschichte, eine Hommage an das Kino und ein Film über Italien. Das sind 3 Aufgaben, die relativ schwer in 108 Minuten abzuarbeiten scheinen. Aber auch das, interessant von Alamode-Film, klingt wieder nach etwas ein bisschen anspruchsvollerem
Filmgenuss. Wobei ich echt sagen muss, dass die anspruchsvolleren Filme, die ich von André vorgeschlagen bekomme, tatsächlich auch für meinen Geschmack durchaus in Ordnung sind, wie eben zum Beispiel das Lehrerzimmer, weil sie zwar höher sind als das, was ich normal schaue, als die Savage Sisters beispielsweise, aber nicht dieses Prätentiöse haben, das ich überhaupt nicht leiden kann. Also da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, vor allem weil eben Italien ein Land ist, das mir extrem sympathisch ist, was witzig ist, dass ich das gerade jetzt sage, wo ich glaube hier 30 italienische Warner Brothers 4K Steelbooks noch verpackt in Amazon-Kartons neben mir stehen. Aber wir kommen zum nächsten Titel, und das ist interessanterweise eine Doku über das Blaxploitation-Kino, Badass Cinema, wo dann natürlich Leute wie Pam Grier, Quentin Tarantino, Melvin Van Peebles, Gloria Hendry, Richard Roundtree, Isaac Hayes, Fred Williamson auch noch mit zu Wort kommen. Eine IFC-Produktion mit 56 Minuten Laufzeit, die es nicht nur ins Bonusmaterial irgendwo, sondern auch auf ihre eigene DVD geschafft hat, was ich natürlich relativ cool finde. Und ja, wie gesagt, ich komme so wenig zum Schauen von Dokus, aber wenn, dann möchte ich natürlich Dokus sehen, die auch etwas mit Filmen zu tun haben, weil ich kann mich noch erinnern, dass die erste, ich glaube, es war zweistündige Making-of-Doku zu einem Film, die ich jemals gesehen habe, war, als sich auch die großen Labels noch bemüht haben, auf der DVD von Blade 2 drauf, wo eben Guillermo del Toro einen wirklich genialen Film inszeniert hat, muss man sagen, und wo auch eben dieser ausführliche Blick hinter die Kulissen wirklich wahnsinnig spannend war. Und damals habe ich dann bei diesen Special Editions von Hannibal, Schweigende Lämmer und so weiter wirklich das Bonusmaterial noch geschaut. Das war aber halt wirklich die Zeit, wo ich 20 DVDs in meiner Sammlung hatte und nicht 20.000 und dann auch wirklich dazu gekommen bin. Aber klingt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant und ist auf jeden Fall etwas, das finde ich in einer Blaxploitation-Sammlung mehr als nur herzlich willkommen ist. Und damit kommen wir zu der ersten Nummer der Mafia-Movie-Classics. Und da bin ich deswegen gespannt, weil ich bilde mir ein, dass ich damals, als ich eben für kurze Zeit von dem Label sogar Rezensionsmuster bekommen habe, auch die ein oder andere Ausgabe von dieser Mafia-Geschichte bekommen habe, dass allerdings die Nummer 1 dabei gefehlt haben muss, weil der Titel Gang War, beziehungsweise auch dieses Cover, na, ich habe sie hier auf YouTube schon öfter gesagt, ich habe ein absolutes Hirn wie ein Nudelsieb, ich vergesse so ziemlich alles, aber selbst wenn ich Namen und Titel und so weiter immer wieder vergesse, Cover prägen sich bei mir noch eher ein, und wenn ich ein Cover-Artwork und vor allem ein gezeichnetes Cover-Artwork so überhaupt nicht wiedererkenne, dann ist das eigentlich ein recht guter Indikator dafür, dass ich das auch wirklich noch nie gesehen habe. Und nachdem das offensichtlich so ein alter so ein altes VHS-Only-Überbleibsel ist, was ich persönlich ja wirklich wahnsinnig gerne schaue, ist das auf jeden Fall auch etwas, worüber ich mich extrem freue im Mystery-Paket. Und das Einzige, worüber ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz besonders freue, ist die Tatsache, dass mit jedem Titel, der hier dazukommt und wo quasi der Stapel hier höher wird, der Stapel hier drinnen im Paket, hier drinnen kleiner wird und damit ich dem Weihnachtsfilm näher komme. Und ich weiß, irgendwann einmal wird es soweit sein und er wird mich treffen, er wird mich erschlagen. Aber schauen wir mal dazwischen. Was bist denn du? Es herrscht Chaos und nur einer kann Ordnung bringen. Robert Anthony, Evie Morandi und Manuel Monroy. Da steht nur einer. Es kann nur einen geben. Warum stehen dann hier nachher drei Namen? Aber nein, er ist Golden Shower Face oder Goldface. Wer? Eine italienische, spanische Co-Produktion aus 1967, der fantastische Superman, bringt die Rettung aus einer Atmosphäre der Angst und des Schreckens. Ah, wie schön war doch die Zeit, als die Leute die Inhaltsangaben geschrieben haben, wirklich was von Grammatik verstanden haben. Aber ja, das ist eine Magic-Video-DVD. Ich habe von diesem Label noch nie etwas gehört, bis auf, ich glaube, die eine DVD von ihnen, die ich auch einmal in einem Mystery-Paketchen bekommen habe. Aber das ist ja absolut genial.
Goldface, wie geil. Goldface. Ja, da freue ich mich absolut riesig. Das klingt genau nach einem Film, nach meinem Geschmack. Herrlich. Dann Dating und New York. Ist von IFC Films. Muss ja was Neues sein. Ja, 2022 veröffentlicht natürlich auf DVD. Wobei ich jetzt natürlich auf den ersten Blick nicht wissen kann, ob es davon auch eine Blu-ray gibt. Aber ich nehme fast an, wenn André bei einem dermaßen neuen Film zur DVD greift, dann wird es auch einfach keine Blu-ray geben davon. Aber das ist auf jeden Fall eine romantische Komödie über Millennials, die eben in New York spielt, von IFC produziert wird. Und ich muss echt sagen, ich kenne niemanden, der an diesem Film beteiligt war. Da kommt mir kein einziger Name bekannt vor, außer dass einer der Produzenten Sam Weinstein heißt. Und ich hoffe, dass der mit Harvey vielleicht nichts zu tun hat. Aber Ist interessant, kann ich aber, ohne dass ich da meinen Spickzettel in der OFDB aufmache, nicht wirklich was dazu sagen. Aber schau mal, was mich noch hier erwartet. Da kommen wir eher wieder, genau, Blu-ray davon. Warum? Ja, das ist wirklich eine interessante Frage. Ich denke mir das auch, wie ich die Ankündigungen zum Beispiel von Paramount wieder gelesen habe und so. South Park? Nein, DVD brauchen wir ja nicht. Wobei, gut, beim Zeichenstil von South Park ist es wahrscheinlich noch mit am meisten wurscht, ob das Ganze auf DVD oder in 4K ist. Aber für mich ist das halt einfach eine Prinzipsache. Ich weiß, dass es natürlich Dinge gibt, die wir wahrscheinlich niemals in High Definition sehen werden. Wie zum Beispiel Final Overkill mit Tier Career. Ah, das klingt nach der absolut wundervollen Videotheken-Ramschware Hostile Intentions aus 1995. Ich muss sagen, ich habe jetzt gerade erst zum allerersten Mal gestern nebenbei beim Recherchieren und so weiter, habe ich mir den Film Red Surf angeschaut mit George Clooney. Und es ist eigentlich bemerkenswert, dass George Clooney sogar damals eben schon in diesem Mini-Mini-Film eine eigentlich ziemlich gute Performance abgeliefert hat, wo man eigentlich schon erkennen kann, okay, aus dem könnte wirklich was werden. An der Seite nämlich von keinem geringeren als Gene Simmons. Und dass der Film auch ein paar Härten hatte. Mittlerweile ist er scheinbar ab 16, früher war er noch indiziert. Aber das ist auf jeden Fall auch ein Film, wo man sich damals niemals gedacht hätte, dass man von dem irgendwann einmal hochwertige Fassungen sehen wird. Aber Vinegar Syndrome hat das Ganze auf Blu-ray gebracht. Aber apropos Blu-ray, da kommen wir zu Cop Secret, einem Film von Hannes Haldorsson, ein offensichtlich eben ein nordischer Film aus Island, genauer gesagt. Was? Wie die nackte Kanone auf Isländisch. Okay, du hattest mich bei nackt. Das sind natürlich immer ganz, wie sagt man so schön, bold claims, wenn sich ein Film gerne mit derartigen Meisterwerken und Größen vergleicht. Aber ganz besonders natürlich dann, wenn man, so wie ich bei der nackten Kanone, den Film einfach wirklich, wirklich abgöttisch liebt. Aber da muss man sagen, dass ich jetzt einfach mich von dieser Tagline nicht beeinflussen lasse und jetzt nicht wirklich erwarte, dass ein Film ist, der die Genialität von Leslie Nielsen wirklich weiterbringt. Aber wenn das einfach eine lustige Cop-Komödie ist, dann bin ich sofort dabei. Ich habe zuletzt gerade erst Heavy Trip gesehen, der ja auch noch von Aston Martin zu einem Wunsch-Quickie-Review wird. Und auch der hat mir wahnsinnig gut gefallen, war einfach eine putzige, nette Komödie für zwischendurch. Und wenn es zumindest das ist, dann bin ich ja auch schon happy. Dann kommen wir zu einem Film, von dem ich schon irgendwann einmal gehört habe. Ich weiß allerdings nicht wann, wo und in welchem Kontext. Aber stimmt, der ist erst 2023 rausgekommen. Dann habe ich darüber einen Artikel im Art of Horror Magazin gelesen und habe mir damals schon gedacht, dass der Titel eigentlich relativ witzig klingt, nämlich Die Influencer oder auch Deinfluencer, kann man ja fast sagen. Also ich bin quasi auch ein Influencer, wobei ich die letzten Wochen zufälligerweise nicht die Grippe hatte. Ja. Aber
Der Influencer hat, wenn mich nicht alles täuscht, damals im Art of Horror Magazin gar nicht mal so schlecht abgeschnitten als kleiner netter Horror-/Splatter-Streifen für zwischendurch. Kann man sich auf jeden Fall geben und in der Sammlung haben. Vielen, vielen Dank dafür. Dann, es sind noch zwei, Okay, jetzt muss ich meine geballten Kräfte zusammennehmen, denn bei den nächsten zwei Titeln sehe ich, oder habe ich gerade gespürt, dass da so Post-its draufkleben. Ich glaube, wir begeben uns jetzt wirklich in die Höhle des Löwen. Nummer 1. Okay, eines weiß ich, André L. und Aston Martin haben sich nicht abgesprochen bei ihren letzten Mystery-Paketen, denn ich besitze jetzt nicht nur eine, sondern zwei DVDs von Weihnachten in Wien. Aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass jemand, der mich kennt und weiß, wie sehr ich Weihnachten liebe, und diese DVD erspäht, natürlich sofort auf den Bestell-Button klickt oder das Ganze in den Warenkorb wandern lässt. Und darf ich davon ausgehen, dass das dieses Jahr dein Weihnachtswunsch-Quick ist? Tatsächlich würde mich das sogar fast irgendwie ansatzweise freuen, eben nicht nur, nachdem ich ja in dem Film fast eine kleine Rolle übernommen hätte, aber wirklich auch nur fast, weil ich einfach keine Zeit gehabt habe und deswegen nicht einmal angefragt habe und sie mich wahrscheinlich eh auch nicht genommen hätten, aber dass wie ich die DVD das erste Mal in der Hand hatte, mir schon gedacht habe, okay, ich fürchte, das muss ich wirklich schauen. Ein The Asylum Weihnachtsfilm. Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, das vielleicht noch schlimmer ist als diese ganzen Hallmark-Filme. Und ja, Weihnachtswunsch-Quickie-Review 2023. Yay! Da kommt irgendwas auf. Ich glaube, es ist nicht Freude, ich glaube, es ist doch mehr so ein bisschen Brechreiz. Aber so viel kann ich eigentlich fast schon einmal vermuten. Ich glaube, dass mir der Film besser gefallen wird, als Während du schliefst. Aber kommen wir, oh Gott, zum zweiten Film, wo ein eigener Zettel dran klebt. Amazon.com Opfer. Zocki platzt der Kragen. The Argument mit Maggie Q, Dan Fogler, Emma Bell. Okay. Das wirkt verdächtig mit der Gestaltung hier. Warum? Das musst du mir kurz erklären, was Amazon.com Opfer Zocki platzt der Kragen bedeutet. Ich meine, ich gehe fast davon aus, dass du meinst, dass diese Blu-ray vielleicht jetzt nicht ganz, wie soll man sagen, sauber erscheint. Also wenn man das über Amazon.com bekommt, dann hat man hier definitiv ein kleines Problem. Ich hoffe, falls das irgendjemand sieht, ich kann nichts dafür, wenn ich das hier ganz kurz zumindest in die Kamera halte. Aber nein, wir kaufen und unterstützen natürlich keine Bootlegs oder sonstigen Raubkopien. Da platzt einem nämlich dann tatsächlich in Wirklichkeit der Kragen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ehrlich gesagt, gar nicht, warum das in so einer Form existiert. Ist das irgendein Streaming-exklusiver Film, von dem es sonst keine physische Veröffentlichung gegeben hätte? Ich weiß es nicht. Die Blu-ray hat oben rausgeschaut, trotz der intakten Folie. Ah ja, man sieht's nämlich sogar, dass hier mehr oder weniger die Blu-ray sich hier schon ihr Guckloch gemacht hat, aber sie hat eben auch hier ein bisschen Kratzspuren. Wer weiß, ob das Ganze überhaupt läuft, aber es ist ja eben auch noch eine der großen Gefahren bei diesen Dingen. Aber apropos, eine Sache spüre ich noch in diesem Paket, und das ist ein absolut riesiges Drum. Davor haben wir wieder ein bisschen Zeitung zu lesen, wo wir zum Beispiel sehen, sind Banken sicher? Nein! Damit beenden wir die heutige Finanzberatung von Major Zocki. Sie weiß
Für Deutschland kommt es... Hey, wie geht es bei der Bahn jetzt weiter? Die Frage kann ich beantworten. Zu spät wahrscheinlich meistens, wenn es um die Deutsche Bahn geht. Aber was haben wir... Oh, ho, ho, fucking hell. Oh, wow. Okay. Wow. Da ist... die Gold... Finger Files, das Making of von der ikonischen Alpin-Sequenz in dem Film Goldfinger. Leider, leider kommt das Buch später, als wir eben unsere Depp und Deppert-Folge aufgezeichnet haben, wo wir eben über den Goldfinger-Film sprechen. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass ich nicht irgendwelche Details nachholen kann, beziehungsweise, dass es mich persönlich jetzt nicht mehr interessiert, ganz im Gegenteil. Natürlich ganz klar, dass die Seiten von dem Buch allesamt Gold sind, dazu muss man sie auch ein bisschen voneinander lösen, weil sie einfach durch dieses aufgesprühte quasi ein bisschen zusammenpicken. Aber wow, das ist natürlich auch geil mit einigen, mit urvielen Behind-the-Scenes-Fotos vom Dreh, mit einigen Drehbuchauszügen, sonstigen Informationen, ist das geil. Das ist wirklich eine extrem geniale Sache. Sowas gehört natürlich unbedingt in die Filmbibliothek, vor allem eben von jemandem. Ich meine, ich muss sagen, noch nenne ich mich nicht James Bond Superfan, aber ich mag und respektiere die James Bond Filme auf jeden Fall. Und ich glaube aber, dass sich das noch ein bisschen intensivieren wird, wenn ich jetzt eben wirklich bei Depp und Deppert ausführlicher über die Filme sprechen werde in der nächsten Zeit, weil da kommt ja wirklich dazu, dass ich jetzt alle Filme einmal strukturiert sehe, auch die James Bonders, die ich bislang noch gar nicht gesehen habe. Und damit kann ich abschließend nur sagen, holy freaking hell, das hat einen riesen Spaß gemacht, das auszupacken. Lieber André, vielen, vielen, vielen Dank für das absolut großartige Mystery-Paket, wo es mehr oder weniger Dinge zum Lachen, Dinge zum Weinen, beziehungsweise Dinge dann zum Tränen wieder aufwischen mit dabei gab. Da hast du mir eine riesige Freude gemacht. Ich freue mich vor allem auch schon, vor allem zu den Filmbeiträgen dann noch ein bisschen zu recherchieren und hier im Sammlungsupdate ein paar weitere Informationen zu geben. Sammlungsupdate kommt vielleicht hoffentlich Sonntag 17 Uhr oder etwas später oder für Kanal Mitglieder etwas früher, aber solltet ihr jetzt nicht gerade beim Mystery Unboxing dabei sein, sondern schon im Sammelsurium Clip, dann startet der Teil mit dem Sammlungsupdate gleich. Im Anschluss an das aber noch einmal, lieber André, vielen, vielen, vielen Dank für das großartige Paket. Du hast mir eine Riesenfreude gemacht. Ich hatte unglaublich viel Spaß beim Auspacken und jetzt für alle Zuschauer im Sammelsurium Clip zähle ich ein, wann es mit dem nächsten Segment weitergeht, nämlich in 3, 2, 1, jetzt. André L. hat gewettet, dass er es schafft, Zocki mit seinem neuesten Mystery-Paket wieder komplett aus der Reserve zu locken. Top, die Watte quillt. Und ja, in dem Fall passt das mir die Faust aufs Auge. Die Watte quillt ja hauptberuflich, mehr oder weniger. Aber neben dieser interessanten Überraschung war in Andres großartig Mystery-Paket tatsächlich auch das ein oder andere cinematografische Kleinod mit dabei. Und wo ich mich persönlich natürlich wahnsinnig gefreut habe, das live vor der Kamera mit euch gemeinsam auspacken zu dürfen. Aber jetzt ist es an der Zeit, ein bisschen meinen Spickzettel zu befeuchten, in die OFDB zu schauen und hier für die tollen Dinge, die ich vom lieben André bekommen habe, noch einmal einen kleinen, genaueren Blick zu riskieren. Denn da hat sich nämlich vor allem aus der Filmecke die ein oder andere cinematografische Köstlichkeit definitiv versteckt. Ich muss nur die Kamera ein bisschen näher bringen, weil tatsächlich meine Hände gar nicht so lang sind und sonst mache ich aus mir noch einen kleinen De-Influencer. Das wollen wir ja wirklich alle nicht. Dabei handelt es sich bei De-Influencer um einen Film von Jamie Bailey aus dem Jahr 2022, wobei Bailey bei diesem vor diesem Film laut OFDB noch nichts gemacht hat. Der Film ist von
von Eon New Media als DVD bzw. Standard Blu-ray veröffentlicht worden. Ein limitiertes Mediabook oder sonst irgendwas wurde für diesen Film nicht angefertigt. Dafür allerdings weiß ich noch, dass ich im Art of Horror Magazin einen Artikel drüber gelesen habe und dass der Film, glaube ich, gar nicht mal so schlecht weggekommen ist. Also, dass ich mich tatsächlich sehr freue, dass der jetzt in meiner Sammlung ist. Das ist quasi wieder mal ein, wie soll man sagen, das perfekte Futter für den Freund von leichter Horror- und Trash-Unterhaltung. Was mich ebenfalls sehr anspricht, ist der Film Cop Secret, der ja eben tatsächlich vermarktet wird als isländische Version von der nackten Kanone, wobei ich finde, mit diesem Titel hätte man vielleicht noch eine andere Zucker-Abrams-Zuckerproduktion als Titel fetter hernehmen können, aber auch das ist ein Film aus dem Jahr 2021, von dem ich bislang noch nie was gehört habe, bis der eben vom lieben André im Mystery-Paket gelandet ist. Auch das meiner Meinung nach ein recht interessantes Cover-Artwork, weil wenn man jetzt nicht dazu gesagt hätte, dass es sich bei dem Film eigentlich um eine Komödie handeln soll, beziehungsweise, wie gesagt, das nicht hier hinten ganz groß draufsteht, hätte ich eigentlich eher gedacht, dass das ein reinrassiger Actionstreifen ist, der vielleicht so ein bisschen in die Richtung von Fast and the Furious oder irgendwie sowas gehen sollte, aber wäre eben auf die Comedy-Aspekte niemals gekommen, wobei ich alleine schon dieses Polizeiauto absolut genial finde. Also, da bin ich mir ziemlich sicher, dass André sich was überlegt hat bei diesem Film im Mystery-Paket, vor allem, weil er mir schon eben wirklich die ein oder andere ganz besonders tolle Überraschung mit Filmen wie Cop Shop oder sonstiges beschert hat, die ich persönlich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt habe, wo ich dann allerdings extrem froh war, dass ich die dann eben nach seinem Mystery-Paket dann tatsächlich auch selber in meiner Sammlung hatte. Und natürlich lässt es sich der liebe André nicht nehmen, auch hier und da ein kleines bisschen mit dem armen, unschuldigen Zocki zu spielen, indem beispielsweise Filme wie Last of the Dead in ein Mystery-Paket wandern. Ja, das habe ich mir natürlich ganz selber zuzuschreiben, denn wir haben ja seit einiger Zeit bereits bei Depp und Deppert eine laufende Rubrik, nämlich das Zombie-Film-Lexikon. Wir besprechen seit 1910 alle Zombie-Filme durch, die jemals gedreht wurden und in der Liste von der Wikipedia bekannt sind. Aber dabei sind wir eben bei der Besprechung des Jahres 2012 über etwas ganz Besonderes gestoßen, nämlich einen Film namens Rape Zombie, Last of the Dead. Und das war ein Film, wo ich mir gedacht habe, was zum Teufel soll das sein? Und lustigerweise, da gehen die Unterhaltungen zwischen Krischi und mir ja ungefähr so. Wir beide sagen unisono, was für ein Scheiß. Und dann sagt Krischi, was für ein Scheiß, geh weg damit. Und ich sage, was für ein Scheiß, ich muss das haben. Und jetzt darf ich es auch sogar haben, dank André L., denn ich habe hier Last of the Dead in meiner Sammlung. Dabei allerdings nicht nur den ersten Teil, nein, sondern die ganze Trilogy. Dabei ist der erste Teil aus dem Jahr 2012, der zweite aus dem Jahr 2013 und der dritte ebenfalls aus dem Jahr 2013. In allen drei Filmen taucht dann übrigens Asami auf, was natürlich auch für solche Filme ein ganz netter Spitzname ist. Die sieht man dann übrigens auch im vierten und im fünften Teil, die dann witzigerweise in Japan auch noch einmal zu einem Remix zusammengeschnitten wurden, so dass der vierte und fünfte Teil auf der einen Seite alleinstehend existieren, auf der anderen Seite es aber auch ein kleines cinematografisches Mash-up damit gibt. Da bin ich, oder Trash-up in dem Fall, bin ich persönlich aber auf jeden Fall extrem gespannt, hier eine amerikanische Blu-ray von den Media Blasters in meiner Sammlung zu haben, offensichtlich zwar mit Region Code A, aber ich kann sowieso alles abspielen.
Bin ich extrem gespannt, war ich vor allem wirklich extrem schockiert, einen Rape-Zombie in meine Sammlung aufzunehmen. Aber was ich ebenfalls relativ schockierend finde immer wieder, ist meine absolute Bildungslücke, wenn es um den klassischen amerikanischen Western geht. Mittlerweile muss ich ja sagen, dass ich vor allem durch die Western Arrabbiata-Reihe von Play on Pictures beziehungsweise zahlreiche andere Reviews, Blu-ray-Checks und Wunsch-Quickies relativ viel über den guten alten Italo-Western oder Spaghetti-Western erfahren habe und da auch schon einige Titel auf meinem Kanal ausführlicher vorgestellt habe. Aber der amerikanische Western ist trotzdem irgendwie noch weitestgehend fremd und deswegen finde ich es relativ cool, dass ich vom lieben André hier nämlich nicht nur eine, sondern gleich 3 9 Western Collections bekommen habe. Wo man aber auch wirklich dazu sagen muss, dass das hier sicherlich eine sehr gute Auswahl an Filmen ist. Ich meine, wir haben True Grit, beziehungsweise Der Mann, der Liberty Valance erschoss, mit John Wayne. El Dorado ist mit dabei. Posse, also Männer des Gesetzes, mit Kirk Douglas. Außerdem finde ich total toll, wie die Cast and Crew Blöcke hier teilweise unterschiedliche Schriftarten haben. Das ist sicherlich überhaupt nicht störend. Beziehungsweise handelt sich aber da um quasi eigene Disc-Auflagen, nicht dass eben hier dieselben Discs repacked sind, die wir auch von den einzelnen Releases kennen und wir quasi 9 Discs bekommen. Nein, wir haben hier immer 3 Filme auf einer Disc. Dabei bekommen wir die deutschen Synchronfassungen, beziehungsweise aber auch immer den englischen Originalton, aber das sind quasi Discs, die exklusiv für dieses Set gemacht wurden, ohne die anderen Sprachfassungen und Tonspuren, beziehungsweise mussten natürlich auch die Filme ein bisschen stärker runtergerechnet werden. Aber ich denke mir, als Start, um sich mit diesen Filmen das erste Mal vertraut zu machen, ist das eigentlich keine schlechte Idee. Dabei haben wir zum Beispiel dann bei der zweiten Box Dinge wie Schüsse in New Mexico mit unter anderem Audie Murphy. Die Adlerschwinge sagt mir tatsächlich aus, was, wo Audie Murphy auch noch dabei ist. Dazu gibt's einen Ritt in den Tod, wo Anne Bancroft und Pat Crowley mit dabei ist. Und auch übrigens Audie Murphy. Das ist also quasi in dem Fall die Audie Murphy Box, während die erste die John Wayne Box war. Aber auch Sierra ist natürlich ein bekannter Filmtitel mit Tony Curtis beispielsweise. Und wir sehen sogar eine Jack Arnold-Produktion, ein Film auf der Spur des Todes. Ist auf jeden Fall ein sicherlich sehr cooles Set mit einigen Filmen, die eben hier überwiegend aus den 1950er Jahren stammen. Eben natürlich der Zeit, wo der amerikanische Western ganz besonders groß und bekannt war. Beziehungsweise gibt es dann auch noch eine dritte Western-Movie-Collection, finde ich auch interessant, dass wir hier 9 Movie-Collections haben und für diese 9 Collection 10 Bilder. Da hat's was. Aber wir bekommen auch hier eben Ausschnitte, wahrscheinlich nehme ich mal an, aus allen Filmen. Ich kann sie ja nicht unbedingt zuordnen, weil mir da irgendwie die Referenzen fehlen. Aber auch hier gibt's Filme aus den 50er, 40er, aber sogar 60er Jahren hier. Mit Kirk Douglas, Einsam sind die Tapferen, mit Jack Lord gibt's den Ritt zum Galgenbaum. Das sind auf jeden Fall auch absolut geniale Filmtitel, wobei ich trotzdem finde, dass den damaligen italienischen Filmtitel schmieden so schnell wirklich niemand irgendwie was nachmacht. Aber auch hier natürlich der Blick ins Innere, obwohl in meinem Fall hier leider eine Halterung ausgebrochen ist. Das ist sogar die einzige von diesen 3 Western Collections, die komplett eine Altersfreigabe ab 12 Jahren hatte. Bei den anderen beiden Sets war es ja lustigerweise auch jeweils so, dass die erste Disc ab 12 war und die anderen beiden dann ab 16 wegen einzelnen Filmen. Aber was ich eben immer noch ganz besonders faszinierend finde, ist die Tatsache, dass eben die Sets von die Sets 2 und 3 hauptsächlich von Universal stammen und das Set 1 aber von Paramount, wobei es trotzdem von Universal Pictures vertrieben wird. Wie diese Zusammenarbeit hier zwischen diesen 2 Major Labels funktioniert hat, weiß ich nicht ganz. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass sie vielleicht
nicht ganz so toll funktioniert hat, weil ich meine, also da muss man schon wirklich sagen, dass die Tatsache, wenn der Filmtitel in dem Fall nicht in derselben Richtung auf den Spines steht, das schon wirklich, wirklich nervig ist. Aber macht auf jeden Fall trotzdem nichts. Ich habe in drei platzsparenden, und das ist wirklich auch wahnsinnig viel wert, Blu-ray-Boxen gleich 27 klassische amerikanische Western, von denen ich mir wirklich den ein oder anderen echt bald einmal anschauen muss, um auch da ein bisschen eine Bildungslücke zu schließen. Dazu habe ich dann quasi noch mehr oder weniger eine, wie hat's André genannt, eine Amazon-Strafe oder sowas bekommen. Nein, The Argument, eine Komödie von Robert Schwartzman mit Dan Fogler, Emma Bell und Maggie Q aus dem Jahr 2020, die allerdings ich glaube, es reicht, das Backcover zu zeigen und jeder weiß, womit das hier in diesem Fall ganz konkret zu tun hat. Aber ich möchte an der Stelle wirklich weitermachen mit einem offiziell veröffentlichten und ganz besonders interessanten Film für mich aus diesem Mystery-Paket, nämlich dem Film Savage Sisters. Es gibt einige Jobs, die kann man ganz gemütlich alleine machen. Es gibt aber auch welche, vielleicht sollte man sich für die ein ganz besonderes Kommando bestellen. Wie wär's in diesem Fall mit dem Kommando Höllenengel? Das kann man offensichtlich unter 32148 auch irgendwie reservieren. Aber wenn man da aus Deutschland anruft, dann bekommt man leider erstens relative Roaminggebühren aufgebrummt, im Fall, in diesem Fall durch Zoll. Aber man hat vielleicht auch nur eine alte deutsche Videokassette vor sich, denn ja, am 10. Juli 1987 haben VCL, Virgin und Media Entertainment zwar den Film Kommando Höllenengel in Deutschland auf Videokassette veröffentlicht und das sogar ungeprüft und sogar in der ungeschnittenen Fassung. 1990 wurde der Film dann auf den Index für jugendgefährdende Medien gesetzt und erst im Jahr 2015 nach Ablauf der 25-jährigen Frist wieder eben von jenem entlassen. Aber dabei darf man nicht vergessen, dass der Film dann in der Zeit im Pay-TV vielleicht in einer geschnittenen Fassung gelaufen ist, allerdings bislang, obwohl der Film mittlerweile nicht mehr indiziert ist, trotzdem auch nicht in einer neuen Version oder auf DVD ausgewertet wurde. Da freue ich mich, dass ich vom lieben André im Mystery-Paket hier eine amerikanische Blu-ray-Version von dem Film von den guten Leuten von Kino Lorbeer bekommen habe. Die veröffentlichen den Film hier mit dem alten klassischen amerikanischen Kinoplakatmotiv, wobei das ein kleines bisschen adaptiert wurde. Wir hätten nämlich eigentlich unterhalb von diesem Titelschriftzug dann noch einmal einen ziemlich fetten Cast and Crew Block, beziehungsweise oberhalb auch noch einen Warnhinweis, wo steht, beware, they are still at large. Dafür hat man an die Stelle hier den Credit-Block gesetzt. Was ich allerdings cool finde, ist, dass das Blu-ray-Cover-Artwork noch ein bisschen dynamischer und explosiver daherkommt, als es das von dem alten amerikanischen Plakatmotiv tut, denn da waren die Farben eher im rötlichen Bereich, das sind sie hier, finde ich, noch einmal um ein Vielfaches intensiver, vor allem hier so gelblicher, leuchtender, knalliger, das gefällt mir persönlich hier wirklich sehr gut. Dazu wechseln wir gleich einmal einen Blick auf das Backcover, da sehen wir dann natürlich eben auch unsere beiden Hauptdarstellerinnen aus dem Film, nämlich Gloria Hendry und Cherry Cafaro, wobei in dem Fall Henry beispielsweise auch bekannt ist aus als Darstellerinnen aus Filmen wie Pumpkinhead 2 oder Freie Fahrt ins Jenseits, dem James Bond Film Leben und Sterben lassen aus dem Jahr 1973, okay, damit wir jetzt nicht gerechnet, auch Dinge wie Straße zum Jenseits oder Godfather of Harlem, wohingegen Cherry Cafaro mitgespielt hat in nur relativ wenigen Dingen wie Pistolen Jenny, Kanonen unter heißen Röcken, auch das übrigens ein Titel, den ich absolut genial finde, ein Film, der sogar über Bavaria auch als deutsche Videokassette veröffentlicht wurde und bis ins Jahr 2010 auf dem Index gestanden ist. Allerdings auch hier blieb mittlerweile noch ein deutscher Release auf Blu-ray oder gar DVD aus. Würde ich vielleicht auch ganz gerne nachgeholt haben. Wir haben hier von Kino Lorbeer offensichtlich eine Region Code A Locked Blu-ray, die demnach bei einem handelsüblichen deutschen Spieler nicht abspielbar ist, aber
Was ich ganz nett finde, ist, dass wir auch hier ein alternatives Wendecover-Motiv bekommen mit einem alternativen amerikanischen Kinoplakatmotiv von dem Film. Das ist beispielsweise das Motiv, das als Hauptplakat in der IMDb zu dem Film eingetragen ist. Ebenfalls auch unsere Hauptdarstellerinnen zeigt, die allerdings auch umgeben sind von einer Menge an Wahnsinn. Vor allem freuen mich diese Waffen, die einfach ohne Bediener, ohne Besitzer, ohne Stütze, ohne irgendwas einfach da unten auf dem Cover stehen. Nur weil es halt wahrscheinlich irgendwie ganz gut ausschaut. Dafür gibt's dasselbe Backcover-Artback dann eben hier auch auf dem Keepcase, und wir können einen Blick ins Innere werfen, wo wir eben sehen, dass auf der einen Seite dasselbe Motiv, das wir eben auch außen auf dem Schuber gehabt haben, hier als zusätzliches Wendecover-Motiv noch verfügbar ist, beziehungsweise das hier eben auch mit dem klassischen Kino-Lorbeer-Disc-Design auch der Film logischerweise enthalten ist. Aber da muss ich echt sagen, mit diesem sicherlich Blaxploitation Heuler aus dem Jahr 1974, eine philippinisch-amerikanische Koproduktion unter der Regie von Eddie Romero, den wir beispielsweise auch kennen von Filmen wie White Force oder Frauen in Ketten oder dem urgeilen Dracapa, das Monster mit der Krallenhand, bin ich auf jeden Fall sehr begeistert, dass ich diesen Film jetzt in meiner Sammlung habe, wobei ich in dem Fall ganz besonders wild finde, dass der Regisseur Eddie Romero übrigens auch einer der Produzenten war, nämlich ein Associate Producer von Francis Ford Coppolas Apocalypse Now. Das ist auch ein Titel, den ich jetzt ehrlich bei dem ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet habe, dass mir der bei diesem Unboxing noch einmal irgendwie über den Weg läuft. Aber nachdem wir uns die Blu-Rays aus dem Mystery-Paket angeschaut haben, wird es natürlich auch Zeit, einen Blick auf die DVDs zu werfen. Da haben wir ganz an erster Stelle beispielsweise einen Film, der über IFC vertrieben wurde, ein Film aus dem Jahr 2021 von Jonah Feingold, der hierzulande tatsächlich auch erschienen ist über das Label One Gate mit einer FSK-Freigabe ab 6 Jahren. Gibt's da seit dem 1. September 2023 eine deutsche DVD-Auswertung, allerdings keine Blu-Ray. Es dürfte generell von diesem Film irgendwie keinerlei Blu-Ray-Auflagen geben. Ist ja auch was, das braucht man doch bei einem aktuellen Film gar nicht. Und ich meine, ich weiß, dass natürlich ganz besonders Science-Fiction-Filme oder bildgewaltige Action-Filme sicherlich mehr davon profitieren, je wuchtiger der Ton und je detaillierter das Bild ist. Aber ich finde ganz ehrlich, also 1080p sollte schon wirklich zu einem Standard gehören, insbesondere, weil ja die Leute heutzutage schon eher größere Fernseher haben und da eine DVD wirklich kaum mehr genießbar ist, was deswegen für mich ganz besonders wild ist und absolut unverständlich, weil ich glaube, von den wenigen Leuten, die im Jahr 2023 noch physische Medien kaufen, kaufen tatsächlich über 70% noch immer die guten alten DVDs, und die Blu-Rays sind eigentlich immer noch, obwohl es sie schon seit 2008 oder sowas, gibt eine absolute Nische, und von dem quasi Mikroprozentpunkt, den da 4K UHDs belegen, brauchen wir gar nicht sprechen. Ich glaube, ich habe hier den 4K-Durchsatz von Österreich für das Jahr 2023 um 20% gesteigert oder sonst irgendwas. Das ist natürlich relativ schade, aber es ist trotzdem, so schlimm es auch klingt, mir lieber, es gibt einen Film nur auf DVD, als es gibt ihn gar nicht physisch. Weil, wie gesagt, wie Guillermo del Toro gesagt hat, wir Sammler von physischen Medien sind ja eigentlich das, was die Leute bei Fahrenheit 451 gemacht haben. Wir bewahren quasi diese absolute Legende und das, was uns Filme liefern, und verhindern halt eben einfach, dass Dinge verloren gehen, wie beispielsweise Goldface. Das ist definitiv ein Film, der nicht verloren gehen darf. Gedreht 1967 als Koproduktion zwischen Italien, Spanien und Venezuela von Vito Albertini, der beispielsweise als Regisseur auch Black Emmanuel gedreht hat oder den Film Drei Spaghetti in Shanghai.
haben wir es bei Goldface mit einem Film zu tun, der zwar laut OFDB ungeschnitten in den deutschen Kinos gelaufen ist, aber dann auf Videokassette bereits nur in einer ungeschnittenen, ungeprüften Fassung veröffentlicht wurde und leider auch auf dieser DVD noch einmal in einer 7 Minuten kürzeren Fassung zu sehen ist. Es steht auch hier in der OFDB, dass es sehr abrupte Szenenwechsel gibt, weswegen man teilweise der Handlung kaum folgen kann, weswegen davon auszugehen ist, dass hier Teile der Handlung fehlen. Wer weiß, vielleicht hat das Ganze auch eher damit zu tun, dass man das Encoding verhaut hat und irgendwie ganze Kapitel oder Akte ein bisschen übersprungen hat. Aber Goldface ist halt leider auch einer der relativ seltenen Filme, wo man wahrscheinlich nicht sonderlich leicht zu besonderen Infos kommt. Doch die Kollegen von schnittberichte.com haben hier einen Vergleich, wo die deutsche DVD mit der tatsächlich 11 Minuten längeren italienischen VHS-Kassette verglichen wurde. Dabei hat die deutsche VHS-Kassette die deutsche DVD auf jeden Fall bessere Bildqualität, aber es sind tatsächlich unzählige Handlungssequenzen, die teilweise fast 5 Minuten am Stück aus dem Film entfernt haben, was natürlich relativ schade ist, aber zumindest kann man, weil ja mir irgendwie jetzt auch keine andere DVD-Version von dem Film bekannt ist, bis vielleicht, ach ich weiß nicht, Vinegar Syndrome auf Goldface aufmerksam wird und eine 4K-Version davon veröffentlicht. Zumindest die deutsche DVD-Version von dem Film schauen, während man nebenbei eben als Begleitlektüre den Schnittbericht hat, damit man sich da ein bisschen auf dem Laufenden halten kann, was es eigentlich noch zu sehen geben hätte sollen. Ist natürlich immer schade, wenn man das machen muss, aber auch hier, wie gesagt, besser, es gibt irgendwas auf einem physischen Medium präserviert, als bei dem Film einfach gar nichts. Das Einzige, was ich in dem Fall ganz besonders interessant finde, ist, dass die DVD halt eben noch einmal 7 Minuten kürzer sein soll, als es dass die alte deutsche VHS-Kassette schon war, die ja ebenfalls bereits als gekürzt eingetragen war. Irgendwas hat's bei diesem Film, irgendwas ist da nicht ganz sauber. Aber wer weiß, vielleicht können wir das irgendwann einmal dann auch wieder klären. Stattdessen kommen wir quasi zu unserer Relic-Hunterin Tia Career, die offensichtlich in ihrer Tier auch einige andere Sachen außer Relic Hunter gemacht hat, wie beispielsweise den Film Final Overkill. Hier dargestellt durch ein nur farblich etwas angepasstes, vor allem ist der Hintergrund hier noch etwas deutlich düsterer gemacht worden und das Feuer etwas präsenter als bei der alten deutschen Videokassette, wobei das Bild von Tia Career tatsächlich dasselbe ist, das wir damals bereits auf der Videokassette gefunden haben. Die VHS wurde damals übrigens sowohl auf dem Cover als auch auf dem Tape mit FSK 18 beworben, wobei im Vorspann von der Kassette immer noch eine Freigabe ab 16 Jahren eingeblendet wurde, was vielleicht darauf schließen lässt, dass die FSK da den Plänen des Labels Concept 2000 für die Altersfreigabe einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Deswegen ist der Film jetzt auch auf der neuen DVD hier nur mit dem alten FSK 18 Logo erschienen, wobei keinerlei Informationen überliefert sind, ob der Film jemals auf dem Index für jugendgefährdende Medien gestanden hat. Ich denke mal eher nein. Aber trotzdem gibt es da leider scheinbar aktuell noch keine guten Master. Aber das ist etwas, sowas darf man momentan ja fast schon nicht mehr laut sagen, weil gerade dann, wenn man wirklich glaubt, dass es von einem Film keine anderen Master mehr gibt, kommt eben wirklich plötzlich Vinegar Syndrome und haut mehr oder weniger eine Blu-ray oder teilweise sogar wirklich schon 4K von solchen abstrusen Sachen auf den Markt. Aber in deutscher Sprache ist das auf jeden Fall das Coolste, das Beste, was es momentan gibt von dem Film und deswegen freue ich mich, dass das auch in meiner Sammlung ist. Genauso wie der erste Teil der Mafia-Movie-Classics namens Gang War. Das ist ein Film, der mit demselben Cover-Artwork von Pacific Video im Oktober 1985 auf Videokassette veröffentlicht wurde und ebenfalls laut OFDB nicht indiziert war, dabei mit einer Laufzeit von 77 Minuten, aber fast schon verdächtig kurz. War aber laut OFDB trotzdem ungekürzt. Dabei muss man dazu sagen, dass das Cover-Artwork damals bereits das exakt gleiche war,
Und dass, obwohl man hier von einem länglicheren Videoband sogar noch den Mafia-Movie Classic-Schriftzug dazu getan hat, man hier keinen Bildverlust hat, weil das Bild bereits auf der Videokassette genau hier unten aufgehört und es wäre dann noch mehr oder weniger ein schwarzer Hintergrund gekommen, wo eben der Titelschriftzug wäre. Den hat man einfach für die DVD-Auflage jetzt hier nach oben kopiert und hat hier das komplette Cover-Artwork erhalten, ohne auf irgendetwas verzichten zu müssen. Das finde ich persönlich ziemlich cool. Dazu gibt es dann auf dem Backcover natürlich auch noch ein paar Bilder aus dem Film, die schon irgendwie darauf schließen lassen, dass die DVD jetzt auch gar nicht mal allzu weit entfernt von der alten VHS sein dürfte, beziehungsweise wieder mal eine klassische Inhaltsangabe, die mit gemütlichen 2,5 Zeilen auskommt. Ja, nur ein einzelner Mann kann das noch stoppen. Dabei finde ich allerdings eben auch, dass dieses Artwork hier auf der Disc relativ schön angepasst wurde, ist ja eh zwar nur ein Ausschnitt aus dem Cover, aber wie ich finde, ein sehr gut gewählter. Wir haben jetzt hier in dem Mystery-Paket vom lieben André tatsächlich unter anderem mit Savage Sisters ja auch ein paar wirklich kultige Filme mit dabei, vor allem eben auch Dinge aus dem klassischen Blaxploitation-Bereich. Und da hat er mir dann auch gleich noch eine Dokumentation unter dem Titel Badass Cinema mit beigelegt, die zwar in einigen Ländern veröffentlicht wurde, von Australien über England, über Amerika beispielsweise, dass es von diesem Film allerdings keinen deutschsprachigen Release gibt. Das ist allerdings eben bei Dokumentationen eigentlich relativ wenig überraschend. Ich könnte mir allerdings vielleicht vorstellen, dass, wenn sie darauf aufmerksam werden, dass Wicked Vision vielleicht einmal die Lizenzmühle anwirft und sich diese Dokumentation als Bonusmaterial für einen Titel aus der Black Cinema Collection sichert. Ich werde auf jeden Fall nachfragen, ob sie darauf nicht vielleicht Lust haben, weil interessant sieht das Ganze definitiv aus. Ich freue mich, auch wenn ich persönlich jetzt eben nicht wahnsinnig viel Zeit habe, mich mit Dokumentationen auseinanderzusetzen, dass ich halt einfach wirklich, wenn es denn mal zeitlich passt, wirklich die Möglichkeit habe, weil ich glaube, dass das Blaxploitation Cinema hier eine Menge an coolen Informationen eben auch zu holen hat, vor allem, weil ja die Filme von Coolness einfach nur so zu sprühen, und deswegen ist das eine Sache. Es dauert auch nicht einmal eine Stunde, also sowas kann man sich wirklich gemütlich anschauen, vielleicht sogar nebenbei, wenn man Sammlungsupdates schneidet oder sowas. Da brauche ich ja eh auch immer ein bisschen Unterhaltung, aber das auf jeden Fall etwas, das ich sehr cool finde, sehr gespannt bin, was es damit auf sich hat und wo ich mich drüber freue. Gespannt darf man vor allem immer auch dann sein, wenn man vom lieben André Komödien bekommt. Vor allem, wenn es sich auf den ersten Blick um etwas anspruchsvollere Komödien handelt, die nicht in mein normales Beuteschema passen. Denn normalerweise sind die schon sorgfältig ausgewählt und gefallen mir nachher dann auch. Entweder es sind irgendwelche ernsteren französischen Komödien, und ja, ich weiß, wie komisch das Statement klingt für diejenigen, die den klassischen Stil der ernsteren französischen Komödien noch nicht gesehen haben, oder es sind tatsächlich anspruchsvollere Sachen wie Das Lehrerzimmer, das ebenfalls von Alamode-Film veröffentlicht wurde. Ich bin tatsächlich relativ gespannt auf das, was mir der Film Der Italiener bieten könnte. Ein Film, der in der Selektion beim Festival von Cannes war, der allerdings eben nicht nur ein Film über Italien ist, sondern auch eine Hommage an das Kino, was hoffentlich eben das bedeutet, dass eben das Thema Film auch in der Handlung des Films vorkommt. Eben der Hauptdarsteller ist ein Filmproduzent, und das ist tatsächlich etwas, das ich persönlich immer wahnsinnig gerne mag, wenn Filme nämlich auch ein bisschen über ihre eigene Schulter schauen und dabei die Filmindustrie per se auf die Schaufel nehmen. Dabei finde ich es auch irgendwie ganz cool, auch wenn es natürlich irgendwie nervt, dass es das fette FSK-Logo vorne drauf gibt, aber trotzdem ist für mich diese schöne alte klassische Zeit, als wir noch wirklich Innenartworks hatten bei den transparenten Keepcases mit, auch wenn die jetzt wirklich unnötig sind, diesen
diesen Kapitellisten macht das, finde ich, doch etwas mehr her als so dieses gedoppelte Wendecover mit dem FSK-Logo vorn. Trotzdem, irgendwas kann man sich da mal einfallen lassen. Vielleicht fangen die Labels irgendwann einmal einfach an, zwei Einlegeblätter in die Keepcases zu legen, dass man eben eines mit einem Wendecover hat und eines mit einem Innendesign hat. Das wäre natürlich dann definitiv sehr übertrieben. Vor allem, weil wir ja nicht vergessen dürfen, dass trotzdem immer noch Filme wie Weihnachten in Wien produziert werden, nämlich die Arthouse plus Criterion Playzocker Exclusive Edition, in dem Fall für den Film. Ich muss es an der Stelle wirklich noch einmal wiederholen. Weihnachten in Wien. Das ist ein Film, den habe ich bereits im letzten Mystery-Paket bekommen und habe mir damals gedacht, das wäre ganz furchtbar, wenn es dazu irgendwann einmal einen Wunsch-Quickie-Review geben wird. Und ratet mal, was im Dezember 2023 passieren wird. Da gibt es dann nämlich, leider ist da bei der Hülle beim Transport ein bisschen was passiert, da gibt es dann vom lieben André ausgehend das Wunsch-Quickie. Weihnachtlich wird's in Wien mit Weihnachten in Wien. Deswegen halte ich mich da an der Stelle jetzt einmal ein bisschen bedeckt damit, was es mit dem Film tatsächlich auf sich hat, was Hintergrundinformationen betrifft. Ich werde mich natürlich bemühen, da dann für das eigentliche Review so viel wie möglich anzukarren an tatsächlichen Infos. Aber wir können an der Stelle jetzt gleich noch einmal weitermachen mit zwei Büchern, die ich im Mystery-Paket bekommen habe. Nämlich auf der einen Seite habe ich ja bereits vor ein paar Mystery-Paketen hier Notizbücher mit Awkwafina auf dem Frontcover bekommen. Da habe ich von Andrea eben auch die erste Staffel von ihrer Serie Nora from Queens als DVD bekommen. Aber in diesem Mystery-Paket war wieder ein Notizbüchlein mit dabei, beziehungsweise auch ein anderes, wirklich interessantes Buch, weil ich habe ja vor kurzem hier auf meinem Kanal einen sehr umfangreichen 2,5-stündigen 4K UHD Blu-ray-Check zu den The Original Generation Star Trek Filmen gepostet und dabei natürlich auch einiges erfahren über die klingonische Sprache, die ja auf der ersten, also quasi ganz am Anfang, eigentlich nur Gibberish war, die der Schauspieler von Scotty am Set live erfunden hat und wo dann aber Mark O'Crumb, ein Linguist, wirklich hergegangen ist auf Basis von dem, was da palavert wurde, in dem ersten Film wirklich eine Sprache mit Vokabeln und einer Grammatik erfunden hat und dazu gibt's mittlerweile dann natürlich auch ein Wörterbuch, das uns erklärt, nämlich nicht nur die einzelnen Wörter, so wie das bei einer normalen Sprache ist, weil natürlich eben auch, da es sich um eine erfundene Sprache handelt, noch viel interessanter ist die ganzen Hintergründe, vor allem eben die ganze Phonetik, die da dahinter kommt. Mich würd echt interessieren, ich weiß, dass die Antwort auf diese Frage ja ist und ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn ich das bei YouTube eingebe, kann ich mir die Frage auch selber beantworten, aber ob es wirklich Leute gibt, die fließend Klingonisch sprechen können. Und ja, wie gesagt, ich bin mir ganz, 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 ganz sicher, dass die Antwort darauf ja ist, weil das, was hier steht, tatsächlich wirklich kaum irgendwie mit einer Sprache was gemeinsam zu haben scheint, aber im Film klang das Ganze dann eigentlich schon durchaus. Warte, da muss ich jetzt aber wirklich gleich einmal schauen. Puch ist ein Klo und Puchpa ist der Raum, in dem das Klo steht. Und Puch ist der Bodensatz, also quasi das Klo. Also die Klingonen waren es echt, die angefangen haben, sich zu beschimpfen mit du Klo. Das finde ich auch absolut großartig. Auf jeden Fall definitiv eine coole Sache, das einmal zu lesen. Auch wenn es ein kleines bisschen teilweise ausschaut wie eine Programmiersprache oder so, die Codes, die in grünen Lettern bei der Matrix herunterlaufen. Aber ist auf jeden Fall extrem interessant, was es da alles gibt und vor allem wie ernst es den wirklichen Trekkies rund um ihr liebstes Universum ist.
Gold zu besitzen ist eigentlich eine relativ coole Sache, aber man sollte vielleicht aufpassen, wessen Gold es ist. Ich glaube, irgendein Brocken von Nazi-Gold hat schon einmal das ein oder andere Gesicht zum Schmelzen gebracht. Und vielleicht ist es auch gar nicht einmal so eine gute Idee, McKennas Gold zu fladern. Wer auch immer der, die das McKenna ist. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass McKennas Gold ein Film mit Gregory Peck, Omar Sharif und Telly Savalas ist, der in Deutschland in den Kinos gelaufen ist im Jahr 1969 über Columbia Film und dabei bereits eine Altersfreigabe ab 16 Jahren hatte, wobei diese dann später auf ab 12 heruntergestuft wurde. Auf Video kam der Film genauso wie auf DVD dann selbst über Columbia auf den Markt, wobei Columbia bei der DVD aus irgendeinem Grund wieder auf diesen tollen, tollen Gedanken kam, wie bei allen Filmen der damaligen Zeit auf ein neues, modernisiertes Cover zu setzen, das einfach absolut grauenhaft aussah. Stattdessen hat man bei dem Blu-ray-Format komplett auf diesen Film vergessen und die Sache dann Hanse Sound überlassen. Die haben den Film auf der einen Seite in einer Standard-Edition im Keepcase veröffentlicht, die ich ja bereits in einem Mystery-Paket von einem ganz lieben Zuschauer bekommen habe. Aber André L. hat jetzt hier ein kleines Upgrade beigelegt, denn ich habe von McKennas Gold jetzt auch noch das deutsche Mediabook. Das zeigt uns als Frontcover-Artwork das klassische amerikanische Kinoplakatmotiv von diesem Film, wo wir eben die Hauptcharaktere sehen, wobei diese da eben, finde ich, ganz schön von dem Titelschriftzug ausgehen. Der Titelschriftzug, der hier übrigens, glaube ich, ist das eine Microsoft Paint-Vorlage, ich weiß es nicht, mit diesem ganz billigen, comichaften, zweidimensionalen Holzbrett, holy freaking hell, schaut das unpassend aus. Ersetzt allerdings eine ebenfalls sehr uninspirierte Titeleinblendung auf dem amerikanischen Originalplakat, muss man an der Stelle dazu sagen. Dazu bekommen wir allerdings, finde ich, in diesem halb gezeichneten Stil hier eine wirklich tolle Darstellung von den einzelnen Charakteren, die ja wirklich total realistisch aussieht, aber tatsächlich eine Zeichnung ist. Das ist doch noch wirklich was absolut Tolles, wenn diese, mit was für viel Kunst und mit was für viel Liebe diese alten klassischen Plakatmotive von den Filmen gezeichnet wurden. Noch dazu haben wir es hier mit einer relativ textfreien Version von dem Cover-Artwork zu tun, da gibt's auf den alten Kinoplakatmotiven auf jeden Fall wesentlich mehr Text. Auch beim deutschen Kinoplakat hat man interessanterweise dieses Motiv verwendet, hat allerdings dann lediglich den Streifen im Hintergrund weggelassen, den Monolith da links noch einmal groß draufgesetzt und das Ganze mit einem roten Hintergrund ausgestattet. Aber hier hat man auf jeden Fall ein anderes Motiv, das eben auch für die Keepcase-Version verwendet wurde, aber eine, die finde ich auch auf diesem Mediabook hier relativ cool aussieht. Wir können dann einmal auf das Backcover wechseln, wo Hanse Sound ganz offensichtlich wirklich das Beste aus diesem Photoshop-Plugin Holzpack herausholen wollte und nicht nur natürlich die technischen Details durchaus passend als Holzanzeigetafel hier auf das Backcover geholt hat, sondern auch ganz einfach diesen Pfeil auf was auch immer der zeigt. Das war irgendwie so, okay, gut, wir haben den mitgekauft mit dem Pack, jetzt verdammt nochmal, benutzen wir den auch. So wie diese eine Wurst bei dem Aufschnitt, die niemand haben möchte, aber die man dann trotzdem irgendwann einmal aufs Brot wirft, bevor man es in den Mistkübel wirft. Dabei können wir auf dem Backcover natürlich auch noch einmal die Inhaltsangabe von dem Film sehen, beziehungsweise ein paar Hinweise, die hier, finde ich, dann in einem relativ standardmäßigen Font untergebracht sind, beziehungsweise gibt es auch hier finde ich aber trotzdem einen ganz netten, durchgehenden Look bei diesem Mediabook. Jetzt nicht ganz so, weil eben Frontcover und Spine sehr wohl eine Einheit sind, aber dann hier eben beim Backcover ein Bruch ist, aber glücklicherweise hier die Abtrennung sehr gut gelungen ist, sodass es das nicht stört. Dafür bekommen wir jetzt hier auf der linken Seite standardmäßig die DVD mit einem, das muss man wirklich sagen, ganz grausigen Bild, wenn man sich hier nämlich
den Hut anschaut, dann sieht man nämlich hier ganz deutlich diese schwarzen Umrandungen. Das ist genau das, was passiert, wenn man ein Bild bis zur Unkenntlichkeit nachschärft, weil eben einfach auf der grundsätzlichen Vorlage nicht die nötigen Details drauf waren. Da sieht das Bild auf der Blu-ray schon etwas besser aus, wobei man natürlich beim genauen Hinsehen auch hier ein paar Artefakte bemerkt und dass es nicht ganz so viele Details gibt. Aber irgendwie finde ich das ja eigentlich fast ironisch, dass auf dem High-Definition-Medium auch ein qualitativ besseres Bild aufgedruckt ist, wie dann eben bei der DVD. Wir haben hier ein ganz nettes, durchgehendes Bild mit dem eingeklebten Booklet, wobei in dem Fall, vielleicht ist das nur mein Mediabook, aber trotzdem in dem Fall hier noch eine kleine Spur auf das Motiv von der anderen Seite durchgeht und da quasi eine kleine Unterbrechung für dieses Motiv bietet. Ist aber trotzdem, finde ich, kein schlechtes Bild für eine Western-Mediabook-Veröffentlichung. Und hier auf dem Backcover hat man eben ebenfalls so eine Felsformation, die finde ich auch ganz gut in dieses Mediabook integriert wurde. Dafür ist in das Booklet natürlich auch ein Text integriert, den wir uns jetzt dann gleich einmal anschauen wollen, der von Peter Osterried geschrieben wurde, wobei ich in dem Fall relativ interessant finde, dass wir... Warum muss dieses Bild noch einmal da sein? Hier auch dieselben peinlichen Holzeffekte, die sonst überall im Mediabook sind, auch hier wieder zum Einsatz gebracht wurden. Gut, eines kann man Hanse Sound auf jeden Fall nicht vorwerfen, konsequent sind sie. Dabei finde ich in dem Fall allerdings relativ cool, wie man eben hier dann auch diese Wüstenfelsenformationen hier als Hintergrund in dieses Booklet integriert hat, dass man das eben auch ein bisschen heller dargestellt hat, damit man natürlich davor auch den Text lesen kann. Hier eben beispielsweise in ziemlich grausiger Druckqualität, muss man auch sagen, eben das Motiv, das wir als deutsches Kinoplakat gesehen haben, wo ich eben gesagt habe, grundsätzlich dieselbe Zeichnung wie hier, nur dann eben mit einem anderen Hintergrund und einer etwas anderen Aufbereitung. Aber The End ist, also warte mal, also The End finde ich, wenn ich noch einmal nach links blätter, aber da komme ich ja wieder, naja, das verwirrt. Auf jeden Fall irgendwie ein ganz drolliger Versuch hier mit diesen Photoshop-Tools ein Mediabook zu gestalten, aber trotzdem mir persönlich immer noch wesentlich lieber als einfach eine Plastikversion, weil ganz ehrlich, zumindest zum Schmunzeln hat man auf jeden Fall bei dem Mediabook eine Menge. Und zum Lachen ist einem wahrscheinlich nicht unbedingt zumute, wenn man sich mit dem Herrn Goldfinger anlegt. Aber mir ist auf jeden Fall zum Lachen und zum Staunen zumute, wenn ich einen Blick auf das werfe, was ich jetzt hier im Mystery-Paket von André L. bekommen habe. Denn da habe ich ein Buch über Mr. Goldfinger beziehungsweise einige bekannte Sequenzen aus dem Film. Und das müssen wir uns auf jeden Fall noch einmal näher anschauen. James-Bond-Fans diskutieren seit Jahrzehnten, welcher James-Bond-Darsteller ist der Beste, welcher James-Bond-Film ist der Beste, und die Meinungen können dabei weiter nicht auseinandergehen. Aber ich glaube, dass es tatsächlich zwei Aussagen gibt, mit denen ich mir sehr wenige Feinde mache. Erstens, Sean Connery ist definitiv einer der Besten, und zweitens, Goldfinger ist definitiv einer der Besten. Ja, Auric Goldfinger, auch eine absolut geniale Namenskreation, ist vor allem einer der, zumindest für kurze Zeit könnte man das glauben, brutalsten Widersacher in der ganzen James-Bond-Geschichte, hat natürlich auch einige ikonische Szenen geboren und deswegen ist es wenig überraschend, dass der Film auch heutzutage immer noch ein ganz besonders wichtiger Bestandteil der Bond-Filmgeschichte ist. So wichtig sogar, dass man offensichtlich einer Sequenz, nämlich nur dieser alpinen Sequenz in dem Film Goldfinger hier, ein eigenes Buch spendiert hat, namens The Goldfinger Files. Geschrieben wurde das von Peter Welty und Stephen Apple, beziehungsweise sehen wir hier auf dem Cover-Artwork, finde ich, ein ziemlich cooles Schwarz-Weiß-Bild von Sean Connery, der hier eben ein bisschen in den Abgrund schaut. Ich persönlich hätte jetzt schon die Hosen voll mit meiner Höhenangst. Ich glaube, ich wäre kein geeigneter James Bond, aber wahrscheinlich ein noch ungeeigneterer Ethan Hunt, wenn ich mir überlege, was
was Tom Cruise hier alles abliefert. Dabei bekommen wir natürlich diese Goldfolie auch noch bei dem Titel auf dem Spine. Und auf dem Backcover gibt es dann hier ein paar Informationen zu diesem Buch. Eben, was wir hier in dem Buch erwarten können. Und natürlich eines der genialsten Filmzitate aller Zeiten. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. Dabei ist es natürlich absolut aufgelegt, aber trotzdem natürlich genial versenkt, mehr oder weniger, dass die Seiten hier von diesem Buch auch mit so einer Goldfolie belegt sind, was, finde ich, großartig aussieht. Genauso, wenn wir jetzt dieses Buch aufklappen und gleich einmal von dieser goldenen Doppelseite begrüßt werden. Und ich werde an der Stelle jetzt wirklich einmal nur ganz schnell durchblättern, damit man sich hier einen ersten Eindruck bekommen kann, was in diesem Buch geboten wird. Weil ich finde es absolut bemerkenswert, quasi einem natürlich kurzen Moment auf der einen Seite, aber natürlich einen der wichtigsten Momente in der gesamten James-Bond-Filmgeschichte, hier ein eigenes Buch zu liefern. Ich finde das absolut großartig, dass wir hier so viele, auch teilweise nämlich wirklich private Fotos vom Set von hinter den Kulissen bekommen. Das Ganze natürlich immer beschrieben mit einzelnen Informationen, und das ist, finde ich, etwas, was bei diesen Bildern in dem Fall nämlich ganz besonders wichtig ist, weil das Bild per se zeigt uns quasi Sean Connery, und man könnte sich natürlich dann dazu denken, jo, ich weiß wie der Typ ausschaut, aber mit den Ergänzungen, mit eben den Beschreibungen, wann das Foto unter welchen Umständen aufgezeichnet wurde, hier finde ich ganz besonders genial, dass wir dann auch noch immer wieder zum Beispiel kleinere Drehbuchauszüge haben, hier vielleicht auch einfach mitbekommen, wie viel Spaß die Leute da einfach am Set haben. Also ich muss wirklich sagen, dass ich relativ lang, oder wie das Catering ausgesehen hat, was ist das? Also ganz, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das essen wollen würde. Das sieht nicht besonders appetitlich aus, vor allem mit dem Plastikbesteck. Naja, aber das ist eben genau das, was ich als jemand, der Filme liebt, natürlich ganz besonders schätze, auch bei den Filmen, die ich mag, hinter die Kulissen blicken zu dürfen. Drehbuchauszüge, das dann gegenübergestellt mit den entsprechenden Szenen, wie diese Sequenzen aufgezeichnet wurden, wie man eben die Kameras montiert hat. Damals noch, als man natürlich nicht alles mit irgendwelchen Drohnenflügen machen konnte. Das ist alles einfach bemerkenswert. Und deswegen finde ich einfach, dass Filme wie Goldfinger aus der damaligen Zeit halt einfach noch wesentlich mehr Charme haben als Dinge, die man heutzutage produziert, mit ganz wenigen Ausnahmen, weil man halt eben heutzutage einfach zu viel faked. Und damals hat man natürlich auch versucht, mit möglichst vielen Tricks zu arbeiten, logischerweise, aber die Menge der Tricks war irgendwie eingeschränkt und man musste Dinge halt tatsächlich auch einfach wirklich machen. Dabei ist es eben absolut genial, wie ich schon gesagt habe, dass bei diesen Fotos auch immer und überall die Beschreibungen mit dabei sind, wo man sich dann eben einen Eindruck davon machen kann, in welchem Kontext diese Fotos aufgenommen wurden, was es damit auf sich hat, eben alleine diese ganzen Gerüstbau und so weiter. Das finde ich ja wirklich bemerkenswert, weil ich finde, wenn man den Film einfach nur gesehen hat, dann kennt man zwar natürlich am Ende des Tages das Endprodukt, aber man hat wahrscheinlich als jemand, der sich intensiv mit Filmen beschäftigt, ein bisschen einen Eindruck davon, wie viele Mühen dahinter gestanden haben müssen, das Ganze auch wirklich umzusetzen. Aber wie viel das dann wirklich war, insbesondere in der Präproduktionsphase, das kann man sich kaum denken. Hier haben wir nämlich tatsächlich eine Tag-für-Tag-Auflistung, ist das genial, wo nämlich von diesen Drehtagen, wo diese Sequenz realisiert wurde, ich werde gleich noch einmal schauen, wie viele Tage das jetzt am Ende wirklich waren. Alle Sachen dargelegt sind eben auch mit den entsprechenden Drehplänen und sonstigen Goodies. Es ist dazu dann sogar noch, glaube ich, aktuelle Fotos, die eben die damaligen Drehorte gegenüberstellen. Auch das finde ich absolut großartig, wie das heutzutage ausschaut. Ich liebe das. Ich liebe dieses Buch. Das nämlich tatsächlich, es sind bis zum 12. Juli vom 5. Hey, warte mal, das fällt mir jetzt gerade auf. Die Dreharbeiten für die Szene haben am 5. Juli 1964 begonnen. 5. Juli ist ja bekanntermaßen Zockis
Geburtstag. Also auch das natürlich ein ganz besonderer Tag, nicht nur für die James-Bond-Geschichte, sondern auch für, well, die Zocki-Geschichte. Und dabei muss ich jetzt echt sagen, dass für alle, die wirklich ansatzweise was übrig haben für das James-Bond-Franchise und hier sich ein bisschen weiterbilden wollen mit einer ikonischen Sequenz und am Beispiel davon mit wirklich einem dicken, eigentlich fast schon Referenzwälzer, die Produktion von einer Sequenz in einem James-Bond-Film ganz deutlich dargestellt haben, denen kann ich dieses Buch wirklich nur extrem empfehlen. Ich bin dem lieben André auf jeden Fall extrem dankbar, dass er mir dieses Buch in sein Mystery-Paket gelegt hat. Ich werde da auf jeden Fall noch einmal einen genaueren Blick drauf werfen und freue mich riesig, dass ich dieses coole Ding hier in meinem Film-Bibliothek aufnehmen durfte. Und damit sage ich an dieser Stelle noch einmal fettes, fettes Danke an André L. Es war ein absolut großartiges Mystery-Paket mit vielen wirklich verrückten Überraschungen, über die ich mich sehr gefreut habe, mit einigen wirklich tollen Dingen, absolut genial wieder mal von dir zusammengestellt. Da freue ich mich schon drauf, auf jeden Fall den ein oder anderen Film hoffentlich möglichst bald sehen zu dürfen oder auch zu müssen, Weihnachten in Wien, beziehungsweise Zeit für das Buch zu haben. Da hast du mir eine Riesenfreude gemacht. Vielen, vielen Dank noch einmal an dich für dein Mystery-Paket und hoffentlich hast du auch ein bisschen Spaß gehabt, mir dabei zuzuschauen, wie ich es ausgepackt habe. Vielleicht ist jetzt auch irgendjemand anderer auf die Idee gekommen, hey, das mit dem Mystery-Paket klingt nach einer coolen Sache. Falls ihr das auch machen wollt und mir ein Mystery-Paket schicken, dann bitte schreibt mir einfach eine E-Mail an playzocker@gmail.com und da können wir uns alles ausmachen. Aber an dieser Stelle freue ich mich einfach nur darüber, dass der liebe André das schon mittlerweile zum wiederholten Mal gemacht hat, dabei wirklich einige ganz, ganz tolle Dinge für meine Sammlung schon geopfert und zur Verfügung gestellt hat. Und dafür möchte ich abschließend einfach nur noch einmal sagen, danke.